Ich glaube, das Wichtigste bei Bewerbungen ist, dass man vermittelt, dass man sich sehr intensiv mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat und beschäftigt hat. Es geht da weniger darum, die richtigen Antworten zu geben, als vielmehr zu verdeutlichen, welchen Zugang man hat, wie man Themen bearbeitet, wie man Themen angeht, wie man Themen löst. Mein Bewerbungsgespräch war sehr offen, super freundlich und richtig angenehm. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Mein Bewerbungsprozess, muss ich sagen, verglichen mit den anderen Arbeitgebern, die ich schon gehabt habe bis jetzt, ist extrem schnell abgelaufen. Also ich habe an einem Dienstag meinen Lebenslauf abgeschickt, habe am Mittwoch direkt meinen Anruf bekommen und am Donnerstag schon die erste Bewerbungsrunde gehabt. Ich habe mir gleich Interviews auch von unserem CIO angehört, um gleich mal so rauszubekommen, wo steht die ÖBB im Bereich Digitalisierung. Was gibt es überhaupt für Angebote vom Unternehmen? Was macht das Unternehmen? Und auch, ob das eigene Anforderungsprofil für diese Stelle passt. Der erste Tag, wenn ein Mitarbeiter kommt, bekommt er mal seine technische Ausrüstung, seinen Arbeitsplatz, bekommt auch eine Mappe an Informationen, wo er auch die inhaltlichen Themen in unserer Abteilung durchlesen und erlernen kann. An meinem ersten Arbeitstag wurde ich von einer Kollegin super nett empfangen. Sie hat mir das ganze Unternehmen gezeigt, die Kollegen vorgestellt und in der ersten Woche hat es ein Willkommensevent für Neulinge gegeben, wo wir einen Einblick in die ÖBB bekommen haben. Zurzeit suchen wir quer durch die Bank überall Leute, kann man sagen, also wirklich von Leuten, die jetzt vom Gleis stehen, Züge verschieben bis hin Managementpositionen, wird gerade durchgehend alles gesucht, von jung bis alt, männlich, weiblich, wirklich alles Mögliche. Hauptsache, man bringt wirklich Motivation mit und hat Freude an der Arbeit. Auch in der Transformation verändern wir uns hin zu einem digitalen Service. Das sind alle Funktionen, die das digitale Umfeld, ob das jetzt IT-Techniker sind, ob das Datenanalysten sind etc., sind für ein gutes, zukünftiges Service der ÖBB erforderlich. In den nächsten Jahren werden über 16.000 Stellen quasi neu besetzt werden müssen und von daher sind wir quer durch die Bank auf der Suche nach neuen potenziellen Kolleginnen. Hier bei der ÖBB gibt es sehr viele Lehrmöglichkeiten. Es gibt fast 30 verschiedene für technische, für bahnspezifische und für kaufmännische Berufe. Hier ein ideales Team zusammenzustellen, glaube ich, brauchen wir in Zukunft auch ein sehr buntes Team. Sehr viel Diversität. Wir brauchen die Kompetenz von sehr vielen unterschiedlichen Fähigkeiten, die wir in das sehr breite System der Mobilität und Logistik einbringen. Wenn du das Klima schützen willst und gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten möchtest, dann bist du genau bei uns richtig.